Nach meiner Auffassung erleben wir derzeit an den Aktienmärkten ein ungemein interessantes Phänomen, denn offenkundig sind die Investoren bereit, für sinkende Substanz, für sinkende Werthaltigkeit von Unternehmen höhere Preise zu bezahlen. Anders sind die derzeitigen Anstiege ja eigentlich nicht zu erklären. Dass die Substanz geringer ist vieler Unternehmen im Vergleich zur Vor-Corona-Krisenzeit, ist eigentlich klar. Viele Geschäftsmodelle werden absehbar nicht mehr oder nicht mehr so gut funktionieren. Es gibt einige Gewinner der Krise, die sogar mehr Geld verdienen, mehr Umsatz machen, aber die Mehrheit macht eher weniger Umsatz. Tourismus, Gastronomie, was auch immer, Geschäftsreisen, alles, was da irgendwie dranhängt an diesen Konsumdingen, das wird ja absehbar weniger. Und wir haben aber sehr, sehr viele Konsumwerte, vor allem in den amerikanischen Aktienindizes. Also stellt sich die Frage, was passiert da eigentlich? Oder sind die Investoren richtig schlau, weil sie ahnen, dass das Geld, mit dem sie diese verringerte Substanz bereit sind zu bezahlen, dass das weniger wert ist? Eine von diesen beiden Thesen stimmt. Entweder sind die Preise für die Aktien mit weniger Substanz schlichtweg zu hoch oder das Geld ist jetzt schon dabei, sich zu entwerten. Aber schauen wir uns erstmal an, was derzeit der Stand der Dinge ist. Wir sprechen also über Substanz und Bewertung. Schauen wir uns zunächst mal an, wie hart diese Geschichte derzeit die Amerikaner trifft. Es 73% der Amerikaner sagen, dass sie weniger Einkommen haben als vor der Corona-Krise. 24%, also ein Viertel knapp, sagt, wir sind signifikant davon betroffen, gegliedert nach Einkommensgruppen. Dann sieht man, dass Leute, die über 100.000 Dollar im Jahr verdienen, da sagen nur 71%, ja, ich bin hier deutlich betroffen, während bei Leuten, die weniger als 50.000 Dollar verdienen, sagen das schon 74%. Es trifft also mehr die unteren Einkommensschichten. Wir sehen zum Beispiel bei sogenannten Mortgage Payments, also Hypothekenzahlungen, dass jetzt die Rate derjenigen, die um eine Aussetzung dieser Rate bei der Bank bitten, um 2000% gestiegen ist. Viele sind also nicht mehr in der Lage, aufgrund des verringerten Einkommens eben ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Da sehen wir also eine Art Realzustand und wir sehen auch, dass derzeit die Konsensschätzung davon ausgeht, dass wir jetzt im Rahmen dieser Corona-Krise zumindest kurzfristig, aber eben die Frage, wie kurzfristig, eine Arbeitslosigkeit bekommen in den USA von 32% um und bei. Und das wäre höher, als wir es damals in der Weltwirtschaftskrise gesehen haben, etwa 1932, 33 mit 23,6 oder 24,9%. Damals war diese Arbeitslosigkeit teilweise länger anhaltend. Die Frage ist, wird das diesmal sein? Wird das diesmal auch so sein? Für viele wird es wohl diesmal so sein, für andere nicht. Das ist natürlich immer zu unterscheiden. Schauen wir uns aber jetzt mal ein paar Bewertungen an. Wir sehen zwar, dass die Bewertungsniveaus, nämlich die sogenannten PE-Ratios, also Price-Earnings, Preis-zu-Gewinn-Ratio, Verhältnis, dass das noch lange nicht da ist, wo wir es eigentlich sonst in vorherigen Rezessionen gesehen haben. Und eigentlich ist ja völlig klar, dass wir eine Rezession in den USA, in Deutschland, in Europa, überall sehen werden. Das ist ja gar nicht zu diskutieren. Wir sehen also, dass wir hier noch deutlich über den normalen Bewertungsniveaus in einer Rezession sind. Natürlich, die Märkte spielen die Liquiditätsflut, den Tsunami durch Notenbanken und Regierungen, aber da müssen wir vielleicht unterscheiden zwischen der Realwirtschaft, da wird das schwieriger, aber in der Finanzwirtschaft, da ist man offenkundig froh für diesen Segen. Aber wie jetzt David Rosenberg klar macht, anhand einer Umfrage der New York Fed, wo Konsumenten gefragt werden in den USA, wie siehst du denn die Aktienmärkte, stehen die in einem Jahr höher oder stehen sie tiefer? Und wir sehen, dass derzeit fast die Hälfte der Amerikaner sagt, ja, in einem Jahr werden sie höher stehen. Also wir sehen einen gewissen Optimismus, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und David Rosenberg sagt dann, naja, ich war fast dabei, bullish zu werden, aber das hält mich ein bisschen davon ab, denn Bärenmärkte enden nicht, wenn der Optimismus hoch ist, sondern sie enden, wenn der Optimismus komplett weg ist. Wenn die Leute dermaßen pessimistisch sind, dann enden Bärenmärkte normalerweise. Und das können wir zum Beispiel auch mal bei anderen Grafiken zeigen, hier von Lance Roberts, sogenannte Full Market Cycles, wo man den S&P 500 abgleicht mit Rezessionen. Und normalerweise ist das eben so, Rezession kommt, das heißt, die Wirtschaft geht runter, und dann geht auch der S&P runter. Das ist eigentlich die normale Folge. Wir sehen zum Beispiel in den Rezessionen im Zeitraum 1992 bis 2003, da gab es ja ab 92 eine massive Rallye, nachdem die Fed die Zinsen gesenkt hatte, nach der vorherigen Rezession, dann
richtige Party an den Märkten, Dotcom-Blase, und dann kommt die Distributionsphase, wo sozusagen die Märkte schon so ein bisschen hin und her pendeln, weil die Bewertungsniveaus schlichtweg zu hoch sind und manche Informierte nicht mehr bereit sind, diese Bewertungsniveaus auch zu bezahlen. Dann kommt nach dieser Distributionsphase, also der Verteilungsphase, kommt dann der Abstieg. War ähnlich in den Jahren 2002 bis 2009, auch da im Gefolge der Dotcom-Blase, Zinsen runter, Geld rein in die Märkte, Distributionsphase dann ab 2007 und dann ging es nach unten. Schauen wir uns mal an, wie derzeit möglicherweise ein interessanter Zusammenhang aussehen könnte zwischen den US-Aktienmärkten und den Zahlen der Neuinfizierten in Italien. Das ist eine Grafik, die Deutsche Bank hier mal zur Verfügung gestellt hat, der wir natürlich alle sehr dankbar sind, schon mal ganz grundsätzlich. Und wir sehen, dass da eine gewisse Kongruenz ist, eine gewisse Parallele, die wir hier sehen können zwischen diesen Fällen. Und wenn wir jetzt nochmal zu Bewertungsfragen kommen, dann haben wir das sogenannte zyklische adjustierte PE-Ratio, also das zyklische angepasste Price-Earnings-Ratio, praktisch das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Da sehen wir, dass ganz oben die Amerikaner sind in dieser oberen Teil der Grafik. Dann kommt die Eurozone und am billigsten sind die Emerging Markets. Das hat natürlich auch mit der Reife eines Marktes zu tun, mit Regularien. Wie verlässlich ist das in Amerika? In den USA sind eben auch Investments noch vergleichsweise verlässlich, wenn sie irgendwo in Timbuktu sind, dann kann das schon schwieriger werden. Schauen wir uns mal an, wie die Aktienmärkte performt haben. Zum Beispiel die Amerikaner haben verloren jetzt in dieser Finanzkrise, ich sage schon Finanzkrise, Corona-Krise muss es ja heißen, 33,7%, der DAX etwa 37%, hat also mehr verloren. Die Amerikaner haben sich mit 18,8% etwas mehr erholt als der DAX mit 17,2%. Wir sehen aber zum Beispiel, Spanien hat viel verloren, hat noch etwas mehr verloren als Deutschland, hat aber erst 11% wieder aufgeholt. Ähnliches gilt für andere Länder. Wir sehen also, dass hier sozusagen doch manche nicht so wirklich profitieren, sogar vorher stärker abverkauft haben, jetzt nicht so wirklich damit nach oben laufen. Und wir hatten ja gestern diese Rallye, diese massive Rallye mit über 7% in den US-Indizes. Auch und vor allem ja, weil in New York die Zahlen hier zurückgegangen sind von Toten wie auch Infizierten. Ich hatte gestern im Marktflüster schon gesagt, dass ich diese Zahlen nicht für valide halte. Heute kommt die Bestätigung, die Zahl der Toten heute in New York auf dem höchsten Stand seit der Corona-Krise. Wir haben auf der anderen Seite allerdings weniger Infizierte. Wir haben eine steigende Zahl jedoch von denjenigen, die jetzt eingeliefert wurden in Krankenhäuser und so weiter. Also es ist ein gemischtes Bild, aber die Anzahl der Toten ist deutlich gestiegen. Das ist eben dieser Wochenendeffekt, der gestern eine Party ausgelöst hat, aber faktisch eben letztendlich nicht wirklich relevant ist. Relevant ist vielleicht, dass Donald Trump ja in seinen Pressekonferenzen, die er regelmäßig ja gibt zum Behagen seiner Anhänger und Missbehagen derjenigen, die medizinisch ein bisschen was verstehen, dass hier zum Beispiel ja dieses Antimalaria-Arzneimittel Chloroquine empfohlen hat. Und jetzt zeigt sich bei einer Analyse, die die New York Times gemacht hat, dass Trump mit seinen drei Holdings, die er ja hat, dass er da zum Beispiel die größte Position in allen dreien bei Sanofi hat. Und Sanofi ist eben Hersteller dieses Produkts Chloroquine oder einer Variante von Chloroquine, also ganz uneigennützig. Als Trump das empfohlen hat, sind dann in den USA ein paar Menschen umgekommen, die das probiert haben, überhaupt keine Ahnung hatten, was die Wirkung ist, wie man das anwenden muss. Aber das nur am Rande. Wir haben auch in der Corona-Krise, so tragisch sie ist, manchmal relativ witzige Ereignisse. Zum Beispiel wie hier Andreas Steno Larsen zeigte, dass Finnland heute einen Toten weniger gemeldet hat. Möglicherweise ist da einer, der schon tot war, wieder auferstanden. Das wirft natürlich ein völlig neues Licht auf die neutestamentliche Auferstehungsgeschichte. Also Finnland schafft Wunder in dieser Corona-Krise. Wir sehen, dass Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, sagte, Europa, das ist viel zu früh, wenn ihr jetzt wieder anfangen wollt, wieder raufzufahren, dann ist das zu früh, werdet es bereuen. Wir tun das auch erst langsam. Naja, die Chinesen sind da natürlich schon ein Stück weiter. Und hier abschließend noch eine Grafik zur Verschuldung. Finanzkrise 2009 oder auch 1995
oder 2007 Finanzkrise, kurz vor der Finanzkrise 1995, dann sehen wir, dass jetzt vor allem die Unternehmen deutlich verschuldeter sind, die Non-Financial Corporates auf der einen Seite, dass vor allem die Regierungen deutlich stärker verschuldet sind, während der Finanzsektor zum Beispiel nicht so wahnsinnig stärker verschuldet ist als zuvor. Und auch die Haushalte nur ganz leicht stärker verschuldet sind. Jetzt global gesehen bei den Amis ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber schauen wir uns die Charts mal an, meine Damen und Herren. Die Charts, die sind von Capital.com. Wir sind beim S&P bei 2730 Punkten, waren heute schon einen Schnaps höher. Dann ging es wieder ziemlich drastisch nach unten nach dieser saftigen Rallye. Dann wieder rauf. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir landen. Jedenfalls die Preise, die bezahlt werden. Die sind sportlich für die verringerte Substanz, das sollte man nicht aus den Augen lassen. Wir sehen den deutschen Leitindex Germanit 30 aktuell bei 10.333 Punkten. Wir sehen den Euro-Dollar, der sich halten kann, knapp an der 1,09er Marke. Risk-on heißt meistens dann eben auch eher schwächerer Dollar. Wir sehen, dass Gold derzeit nicht mehr so richtig davon profitieren kann. Wir haben heute Nacht, glaube ich, den höchsten Stand seit 8 Jahren erreicht. Jetzt ein bisschen tiefer, aber nicht signifikant tiefer. Und wir haben das amerikanische Crude Oil, das sich jetzt in Erwartung irgendeiner Entscheidung hält. Aber das wird wohl auf sich warten lassen. Die Dinge sind schwierig, dass da wirklich diese Produktionskürzung kommt. Also, wir haben zwei Fragestellungen. Die erste ist, wenn Unternehmen weniger Substanz haben, aber die Preise, die bezahlt werden, höher sind, dann sind Investoren offenkundig bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen, um schlechtere Qualität zu kaufen, durchschnittlich gesehen. Und auf der anderen Seite, vielleicht haben Sie ja recht dabei, wenn Sie sagen, okay, das Geld wird auch bald weniger wert sein. Aber ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Wir haben erst den deflationären Schock und dann kommt die inflationäre Welle. Deflationärer Schock, einfach weil alle sich enthebeln müssen, alle die Schulden haben, die Profiteure sind diejenigen, die Cash haben, die mit diesem Cash dann diejenigen sozusagen ihre Güter abkaufen können, die blutenden Hände es abdrücken müssen, weil sie verschuldet sind und Cash brauchen. Schauen Sie sich Unternehmen an, die viel Cash und wenig Schulden haben, das werden die Gewinner sein, wohl auch in Zukunft, weil die sehr günstig dann Dinge kaufen können, die die anderen mit Verlusten abdrücken müssen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.